Deutschlands Wirtschaft hat sich im dritten Quartal überraschend robust erwiesen. Das Bruttoinlandsprodukt legt von Juli bis September um 0,4% zum Vorquartal zu. Erstmals liegt es damit wieder über Vorkrisenniveau. Laut Statistischem Bundesamt wird die Wirtschaftsleistung vor allem von den privaten Konsumausgaben getragen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher nutzten demnach trotz weiterhin starker Preissteigerungen und der sich ausweitenden Energiekrise die Aufhebung fast aller Corona-Beschränkungen, um zum Beispiel mehr zu reisen und auszugehen. Der Handel mit dem Ausland nahm zu, trotz der angespannten internationalen Situation. Hintergrund ist ein weiterhin hoher Auftragsbestand und wieder besser funktionierende Lieferketten. Überraschend positiv nennen die Statistiker auch die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe. Vor allem wegen Produktionssteigerungen in der Autobranche und im Maschinenbau wuchs hier die Wirtschaftsleistung. Und, Zitat, besonders dynamisch wuchs die Bruttowertschöpfung demnach in den Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe sowie öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. Auch in den ersten beiden Quartalen war Deutschlands Wirtschaft trotz Corona-Pandemie, Lieferengpässen, weiter steigenden Preisen und des Kriegs in der Ukraine gewachsen.